Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu Prison Architect. Jo, allzu viele Böden müssten wir in diesem Trakt hier nicht mehr verlegen. Aber es sind doch noch einige und ich glaube, da wird man so langsam verrückt, ne? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Da ich ja auf jeden Fall, bevor diese Season hier endet, die 1000 voll haben möchte, kaufen wir uns mal dieses Gebiet hier. Ganz genau. Ja, und da gab es einen Mega-Ruckler. Ist aber auch in Ordnung. Ist das hier die hohe Sicherheit? Jawohl. Die werden wir nämlich darüber erweitern. Also, dann brauche ich natürlich wieder meinen Zaun. Meinen heißgeliebten. Moment, geh mal hier hoch. Hier rüber. Dann haben wir natürlich wieder eine ganze Menge Zäune, Bäume, die da weg müssen. Ganz bis zur Wand möchte ich ehrlich gesagt nicht gehen. Diesmal sollen wir ein bisschen Platz haben, da ich mit dem ganzen Bereich halt nicht bebauen möchte. Aber ja, das wird so schon passen. So, dann geht's dann hier rüber. Und dann weiter runter. Und dann wieder hoch. So ist gut. So, dann gehen wir mal in die Einlieferung. Und dann bestelle ich noch ein paar Häftlinge mehr. Einlieferung. Damit ein bisschen Geld reinkommt. Mhm. Wie wär's denn mit 100? Denn den Platz sollten wir haben. Definitiv. Da kommt wieder 37.000 an Geld rein. Jede Menge Kandidaten für die Bewährung. Oh, guck mal. Ein Tunnel gefunden. Ist ja auch nicht schlecht. Moment. Ich könnte mal alles zumachen. Wo wollten die denn hinbuddeln? Ja, da haben die sich ein bisschen verbuddelt, wie es aussieht. Na komm, machen wir die Razzia noch ein paar Stündchen weiter. Wenn mal ein bisschen mit Vollgas. Vielleicht finden wir noch ein paar Kleinigkeiten hier in den Zellen. Na komm. Immer schneller. Immer heller. Naja, heller wird es hier nicht mehr, aber das macht ja nichts. So. Da schaffen wir doch einiges. Kann mal bitte jemand das da zukippen? Jawohl, danke schön. So, und dann Ende mit der Razzia. Dann warten wir eigentlich nur noch auf die Neuen. Wann die hier endlich mal auftauchen. Na, guck mal, der ist sauer. Weil das Tablett tragen muss. Hier ist schon jemand am Zaun begonnen? Jawohl, sehr gut. Haben die da unten angefangen am Zaun? Jawohl. Ah, die sind doch extrem nachlässig, würde ich mal behaupten, ne? Mhm. Naja, die ganzen Bäume können wir da noch rausreißen. Das bringt ja auch ein bisschen Kleingeld, beziehungsweise Holz für unsere Werkstätten. Also eins nach dem anderen. Na, ich freue mich schon drauf, wenn wir hier ein bisschen mehr Hochsicherheitstrakt haben. Damit wir da die Einlieferung auch wieder starten können. Hey, das wird dann die ganzen Bäume zu entfernen. Aber gut. Wir wollten es ja so. Nein. Moment. Du wirst da bitte nicht abgerissen. Nein.
Na, dann reißt ihn halt eben ab. Wenn es anders nicht geht. So. Gerade haben wir fast alle Bäume erwischt. Fast alle Bäume, bis auf einen, der immer noch Widerstand leistet. Nun, wenn wir hier den Zaun durchhaben, dann können wir hier irgendwo aufmachen. Ja, hier könnte man noch einen Gang weiterführen. Ja, das wäre toll. Definitiv. Hier haben wir überall Blümchen und Trampelpfade, wobei es sind Fliesen. Ja gut. Naja, Strom hätten wir auf jeden Fall für den Trakt noch. Das ist ja auch nicht verkehrt. Na, gibt mal Gas, damit hier mal was vorangeht. Also, die Löcher hier wurden auch so weit gestopft. Das ganze Holz wird jetzt auch gefällt. Das wird natürlich ein paar Tage dauern, wie es aussieht. Ja, die wuseln hier wie Ameisen rum. Ist doch schön. Hier wird Wäsche gewaschen. Ja, die Wäsche könnte man langsam mal ausliefern hier. Die Betonung liegt dabei auf könnte man. Muss man nicht, aber man könnte. Bewährung. 2%, ja, ein bisschen Geld kommt heute wieder rein. Moment, wurden die ganzen neuen Häftlinge schon ausgeladen? Nein, aber sie werden. Und ich würde mal sagen, bevor wir wieder nach Bandenmitgliedern Ausschau halten, sollten wir darauf warten, dass die hier alle rausgelassen werden. Na gut, man kann es ja ein bisschen überfliegen. Siehst du? Da haben wir ja schon mal einen. Hier eben. Nicht du, du. Höchste Sicherheit. Kommt da sonst noch jemand an? Aus der höchsten? Beziehungsweise ein Kandidat für die höchste? Ja, du. Und du ebenfalls. Achso, du gehst putzen. Nun gut. Nee, Infos wollte ich gucken gehen. Banden. Dich habe ich erwischt, dich habe ich erwischt. Euch beide habe ich erwischt. Dich habe ich erwischt. Ja. Keine illegalen Einwanderer in der höchsten Sicherheit. Da passen noch 50 rein. Ja doch, eine Einlieferung können wir auf jeden Fall noch annehmen. Ja, meine Stimmbänder sind heute auch nicht mehr das, was sie mal waren. Also ist der Zaun vollkommen? Ich meine, komplett? Ich glaube, hier könnte noch was fehlen. Eventuell. Weißt du, was wir zuerst machen? Wir bauen hier eine Tür ein. Eine große Gefängnistür. Damit wir hier schon mal einen Ausgang haben. Moment. Ist der Linksklick? So. Damit die hier auf jeden Fall mal vorankommen. Kommt hier, würde ich mal sagen, irgendwie ein Personalraum hin. Könnte man ja schon mal planen. Weißt du was, der kommt auf die untere Seite. Ja, ein etwas größerer Personalraum. Und alle Wachen, die sich hier in dem Bereich aufhalten, auch mal Pause machen können. So, ich hoffe mal, das P erinnert mich daran, dass ich im Personalraum wollte. Dann könnte man hier wieder 500.000 Zellen machen. So. Kann da bitte mal jemand die Tür platzieren?
Ist wahrscheinlich nicht, weil alle... Sind alle eingesperrt? Nein. Wüsste halt mal zu gerne, ob da die Tür bald kommt. Ja doch, die wird angeliefert. Das ist doch schön. So, 1, 2, 3. Wände. Hier. Ganze Menge neuer Zellen. Ja, wunderbar. Bräuchten wir hier noch in der Gegend eine neue Küche? Eine Kantine? Moment. Diese Türme hier kann ich abreißen. Die bringen es ja auch nicht mehr. Ah, ich glaube, die lasse ich stehen, damit da keiner durchmarschiert. Na, so weit nach unten werde ich höchstwahrscheinlich nicht gehen. So, die Tür wäre da. Entriegelt bleiben. So. Ja, den Turm müssen wir erstmal abreißen. Was wir schon mal planen könnten, wäre hier die Wasserversorgung. Fließt ja hier komplett durch. Strom. Ja, das ist schon mal hier richtig angeschlossen. Respekt. Ja, wunderbar. Na komm, lass mich da noch eine weitere Zelle hinzuplanen. Wo wollt ihr denn alle hin, wenn ich bitten darf? Moment, Einsatz. Da könnten wir erstmal eine nur für Personalzone draus machen. Da bitte ebenfalls. Nur damit man hier keiner rausmarschiert. Hier könnte man die ganzen wichtigen Räume alle ein bisschen größer basteln. Braucht ihr hier eventuell neue Waschmaschinen? Wäre eventuell ja auch möglich. Ach komm, macht ihr wieder einen Aufstand da oben. Immer diese Zwergenaufstände. Naja gut, hier werden noch die ganzen Bäume gefällt. Weißt du was, in der Zwischenzeit kann ich noch ein paar Aufträge geben zum Boden verlegen. Damit dieser Zelltrakt irgendwann auch mal fertig ist. So rein optisch gesehen. Na komm, hierhin, hierhin. Auch dahin. So, wunderbar. 100.000 haben wir wieder. Und 20 bereit für Bewährung. Ist doch auch nicht schlecht. Hier wird alles nach und nach mal aufgebaut. Gut, die da oben haben Einsperrzeit. Dadurch sollte sich die ganze Situation ein bisschen beruhigt haben. Naja, was heißt denn hier beruhigt? Gegenwärtig gibt es ja nicht so viele Aufstände. So, tatteten wir. Naja, das sind zum Glück nicht allzu viele Zellen. Die sollte man trotzdem hier alle verlegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja klar, in dieser Folge bekommen wir das auf jeden Fall alles markiert. Dann kann es ja schon mal rund gehen. Die nächsten Folgen über. Bei der Erweiterung des Hochsicherheitstraktes.
Hier hätten wir noch ein paar Zellen. Ah, guck mal. Was mir da gerade so spontan ins Auge fällt. Keramikfliesen. 3250 für Fliesen. Ihr habt den Schuss doch wohl nicht gehört. Aber gut, der Raum ist riesig. Da kann sowas schon mal passieren. Und wir haben einen Tunnel gefunden. Tu das mal bitte weg. Nee, nur ein Fähnchen. Aber das bedeutet nicht, dass da kein Tunnel ist. Materialien. So, weiter. Meine Bauarbeiter kümmern sich jetzt erstmal primär um die ganzen Baumstämme. Vielleicht entschließt sich ja irgendwann mal einer damit schon mal anzufangen. Wäre ja auch nicht schlecht. So, mal weiter. Nochmal zwei. Naja, ein bisschen mehr als zwei Zellen. Naja, 10 ungefähr. Moment mal kurz. So, wunderbar. Was fehlt uns denn da noch? Belohnung für vorzeitige Entlassung. Sehr schön, damit sind wir wieder über 100.000. Damit sind unsere Ausgaben mehr als ausgeglichen. So, haben wir jetzt hier oben alles? Ich würde mal beinahe annehmen, ja. Gut, das Rohr hier wurde noch nicht verlegt. Ja, das wird da, bis das ganze Holz hier abtransportiert ist. Gleich könnte mithelfen, alles verkaufen. Aber es muss ja nicht wirklich sein. Das zwingt uns ja keiner zu. Hier ist auch schon mal Essenszeit. Ja, das Ganze hier nochmal alles mit Bodenbelag zu bekleiden, das wird wirklich keine spaßige Aufgabe. Oh, allzu viel Futter haben die hier nicht mehr. Nun gut, nun gut, nun gut. Ein paar werden zwar hungern zu Bett gehen müssen, aber das passt schon. Und ich hoffe mal wirklich, dass irgendwann einer die Allgemeinbildung schafft. Naja, allzu viel haben wir in dieser Folge leider nicht geschafft, was ich schade finde. Aber immerhin haben wir ein neues Gebiet gekauft. Unser Cashflow stimmt zwar immer noch nicht, aber wir machen durch die frühzeitigen Entlassungen immer noch mehr als Gewinn. 12 Häftlinge bereit für Bewährung. Vielleicht sind es ja morgen schon mehr. Wir werden sehen. Auf jeden Fall treffen morgen wieder 100 Leute ein. Aber ich würde sagen, meine Freunde, ich mache mal an dieser Stelle Schluss und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.